Tipp-Tutorial: Wie suche ich ein bestimmtes Buch? Wenn Sie auf der Suche nach einem bestimmten Buch sind, haben Sie mehrere Möglichkeiten, um danach zu recherchieren. Bevor Sie mit Ihrer Suche beginnen, setzen Sie ein Häkchen bei Nur im Katalog der TIB suchen. Dadurch werden nur Bücher, Zeitschriften, Reports und Konferenzen, die sich im Bestand der TIB befinden, gefunden. Am schnellsten finden Sie ein Buch in der Regel mit der ISBN-Suche. Wenn Sie das Buch Grundriss Atlas Wohnungsbau von Heckmann, Schneider und Zapel mit der ISBN 978-30356-11427 suchen, können Sie die Nummer direkt in den Suchschlitz des TIB-Portals eingeben. Wie Sie sehen, wird jetzt nur das gesuchte Buch gefunden. Durch die Suche mit der ISBN findet man allerdings nur die gewünschte Auflage eines Buches und keine älteren oder neueren Versionen. Möchten Sie nach allen Auflagen eines Werkes suchen, können Sie gut mit einer Kombination aus Nachnamen des Autors und Titel-Stichwort recherchieren. Es empfiehlt sich, mit maximal 3 Begriffen zu suchen. Suchen Sie bei unserem Beispiel mit den Begriffen Wohnungsbau und Heckmann, werden Ihnen auch andere Ausgaben des Werkes angezeigt. Eine andere Möglichkeit, nach einem bestimmten Werk zu suchen, ist, den Titel des Werkes in Anführungszeichen zu setzen. Das bewirkt, dass nur Werke gefunden werden, bei denen die Begriffe in genau der gleichen Reihenfolge vorkommen. Setzen Sie in diesem Fall die Begriffe Architektur für Schweine in Anführungszeichen, finden Sie ebenfalls den gewünschten Titel. Suchen Sie eine bestimmte Zeitschrift, finden Sie diese am schnellsten, wenn Sie mit der ISSN der Zeitschrift suchen. Wenn Sie zum Beispiel die Zeitschrift Chemical Engineering Communications mit der ISSN 00986445 suchen, können Sie die Nummer einfach in den Suchschlitz des TIB-Portals eingeben und es wird nur die von Ihnen gewünschte Zeitschrift gefunden. Sollte Ihnen die ISSN nicht vorliegen, können Sie den Titel wieder in Anführungszeichen setzen. In diesem Fall würden Sie mit den Begriffen Chemical Engineering Communications in Anführungszeichen diese Trefferliste bekommen, in der sowohl die elektronische Ausgabe der Zeitschrift, die bei der ISSN-Suche nicht mitgefunden wurde, als auch die gedruckte Ausgabe schnell gefunden wurden.